Ja, hallo zurück zu einem weiteren StarCraft 2 Replaycast. Mit mir dem Hahito und ich habe heute sogar einen Studiogast dabei. Stell dich doch mal vor. Servus. Ein Servus, ja. Süß, ich bin nicht jetzt schon aus der Fassung. Sau cool. Ja, der liebe Skyborg hat mir ein Replay zugesendet. Ein 2-on-2 auf der Karte Schmelztiegel. Ja, wir haben jetzt hier einmal einen Zergling namens Bios King, dann seinen Kumpan, der Terraner namens Krank. Saukoole Name übrigens. Ja, und die beiden kämpfen gegen den Captain Ali als Zergling und den guten Skyborg als Brotos. Wie schon gesagt, Two on Two. Er hat gemeint, es ist ein ziemliches chilliges und freakiges Game. Guckt mal. Ja, ein früher Pool. Auf Seiten vom, wie heißt der, Captain Ali. Mann, die Namen, die lassen sich aber auch echt schwer merken. Prognose? Prognose. Früher Pool hier, da nischt. Wer gewinnt? Da kommt ein saufrühes Gas noch vor dem Pool. Okay. Während hier nur hart geboostet wird, was das Zeug hält. Ja, die Scouting-Obi ist ganz klassisch auf dem Weg. Hier wird der Wall in dich gemacht. Der ängstliche Terraner. Ja, das kann aber der Terraner gut. Ja. Jetzt erst kommt der Pool bei 12. Ist eigentlich noch gut im Timing, aber sau ungewöhnlich vor dem Gas. Vielleicht ein früher Baneling Bust, den er hier ansetzt. Das wäre noch möglich. Dafür braucht er ein bisschen Gas. Aber ansonsten. So, das Bier ist lecker. So, was haben wir hier? Die erste Scouting Drone. Nach unten, schätzungsweise mal auf dem Weg zum Bios King, während hier oben der Obi angekommen ist. Ja, jetzt Warp-Knoten plus erstes Gas und hier ein weiterer Pylon, während hier der Pool steht, aber noch kein Gas. Scheint hier hart nur auf Linge zu gehen. So, was haben wir hier? Stresst sich ein bisschen und er setzt einen Spinecrawler an. Okay. Captain Ali spielt, versucht hier ein Cheeseplay. Jetzt will er es wissen. So, hier haben wir die erste Rex. Double Gas am Start. Okay. Ja, die Drone kann hier nicht viel ausrichten. Na, Rest Verstehe bloß nicht, guckt warum zu. er den Rest hier nicht dazu zieht. Gut, hier kommen ein paar Linge auf den Weg. Die werden das jetzt hier wohl ziemlich easy clean. Ja, gut, abgebrochen, aber die Drone hat er wohl verloren. Sehr schade. Ja. Hier der Core auf dem Weg wird wahrscheinlich gleich Warp Gate Tag geben, jawohl. Und das zweite Gate könnte ins Regate werden, vielleicht mit einer Robo hinterher, mal gucken. Hier sind auch die ersten Dinge draußen. Noch kein Tech. Haut hier stark die Larven raus. Wow, was macht denn der Terra? Ein Graubin. Er baut eine zweite Rex hinterher, ja. Und eine Factory soll wohl ein schneller Tech geben. Das würde auch Double Gas erklären. Was kommt hier? Eine Makro-Hedge. Okay. Ich schätze mal, er wird hier mal stark auf einen All-In gehen. Wofür er das Gas momentan noch hat, ist sehr. Hier kracht's. Naja. So, ja gut, erste kleine Geplänkel. Auseinandersetzung, aber ja gut, keine Chance. Jetzt erst bei Bios King Speed Upgrade auf dem Weg. Während hier weitere Gates geaddet werden. Vier Gates sollen es werden. Und jetzt die Schmiede hinterher. Gut, kann man immer mal mitnehmen. Ja, hier sammeln sich ein paar Linge. Hier auch. Und hier, was geht hier? Okay, Double-Reaktoren. Ah. Hier auch ein Reaktor, soll wohl Helium-Play geben. Ob das jetzt in dem Spiel noch Sinn macht? Und vor allem ohne Blue Flame Upgrade wage ich zu bezweifeln. Ja, hier kleines, ja, Hallo sagen. Ja, jetzt sind die Stalker da, die sollten das jetzt mal ganz easy mitklären. Ja, ziehen sie auch sofort zurück. Weise Entscheidung. Ja. Während hier das Berstling-Nest kommt. Jawohl, wir werden Banelinge sehen. Sau cool, die mag ich. Da kommen sie. Jetzt werden hier aber die Larven mal ganz krass hier zu Zerglingen. Ja, ich sag jetzt mal evolutioniert. Ich schätze mal, es wird jetzt hier gleich Mars-Banelinge geben. Jo, da sind sie auch schon.
Ja, und es gibt wirklich ein Helium-Play beim Terra. Ja. Ohne Blue Flame und hier schon fast im Midgame, schon ja, fast, das ist einfach mal total sinnbefreit, aber okay. Er probiert's. Guck, er spielt mit. Ja, mit 5 ja. Marines und 2 Helions, die werden instant fallen. So, was geht hier? Eine Queen versorgt die Hatches mit Larven. Bis jetzt noch keine Expansion draußen. Deutet eigentlich alles auf einen ziemlich harten All-In hin. So, jetzt wird's hier zur ersten Auseinandersetzung größeren kommen. So, die Stalker voraus. Oh ja, oh. Schön reingedroppt. Zieht sich hier auch sofort wieder zurück, wo er die Helions jetzt gesehen hat. Macht er gut, schickt die Stalker vor. Ja, der fällt einfach mal instant auseinander. Oh, wie sie laufen. Ja, aber das machen die beiden ganz gut. Also man merkt, die haben schon öfters miteinander gespielt. Schönes Play. Die Stalker mit dem Baning als Unterstützung. Sauber abgeformt. Ja, Reinforcement ist gleich wieder da. Hier kommt auch das nächste für den Protoss. Ja, 4 Gates und hier Weapons Upgrade auf 1 ist bald durch. Werden jetzt hier ganz hart nochmal 18 Linge hinterher gepumpt werden. Er kann es sich ja leisten. Ja, hier oben gleich mal 22. Alter, sind das viele Larven. So, was macht denn unser Terra? Nichts. Nichts. Er baut weiter Helions. Sehr interessant. Jetzt kommt hier zur nächsten Auseinandersetzung. Ja, die paar Linge haben einfach keine Chance. Ja, das war's jetzt. Ja, wow. Sieht zwar nach jede Menge aus, aber hier die Stalker, die sollten hier ganz hart regeln. Die sind hier einfach viel zu krass unterwegs. Jetzt kommt sogar eine Probe hinterher. Soll es jetzt hier noch ein Proxy-Pylon geben? Oh, guck mal, wie die Helions hier auseinandergepflückt werden. Das ist einfach nur Schießbuden schießen. Ja. Wie am Jahrmarkt. Die sind einfach jetzt in dem Spielbereich einfach schon total sinnbefreit. Jetzt hier auch wieder Reinforcement hinterher. Ja, während hier erstmal nichts passiert. Jetzt kommt sogar noch Speed-Upgrade für die Bane-Linge. Die jetzt auch ist gleich durch und er morpht sie, die werden sogar rechtzeitig fertig. Sehr geil. Das könnte jetzt nochmal richtig hässlich werden. Vor allem da kommt nochmal die Armee und wieder mit Helions. Der baut doch weiter Helions ja. nach. Der Mann hat einen Plan. Der wird verfolgt bis zum Schluss. Ob er uns verraten möchte? Nein. Ich werde auch verlieren. Ja, da warten wir jetzt aufs GG. Ja, der Drops ist gelutscht, wie man im Fußball sagen würde. Bam, und nochmal rein. Ja, und hier nochmal ein ganzer Arsch voll Stalker hinterher. Die gehen jetzt sterben. Oh, massiv Spinecrawler. Er versucht jetzt hier mit allen Mitteln sich zu verteidigen. Aber da hat er einfach keine Chance. Mit 21 Supply zu 52 und, ja gut, 29. Gut, die Bandlinge, die platzen halt einfach mal. Terraner probiert ihn, ja, da kommt's. Ja, GG von Bios King, ja, die Base kann auch nicht mehr halten. Was für eine Base? Da ist einfach nichts mehr vorhanden. Ja, unser Terraner kämpft weiter. Mhm. Interessant. Ja. Und hat jetzt einfach mal das Spiel verlassen. Gut. ja, ich würde mal sagen, eine herbe Klatsche. Man hat einfach gesehen, dass hier, wie hieß er? Captain Ali und Skyborg ziemlich gut miteinander harmonieren. Wird nicht das erste Match gewesen sein. Oh, hier sogar noch Twilight Council hinterher. Ganz interessant. Und das nächste Gate ist dann auch noch da. Also hier wird eine ganz harte Ansage gemacht. Und was lernen wir als Terraner mal über den Tellerrand gucken? Genau, so ja. wie ich. So wie du? Ja. Natürlich. Mal eine Ahnung haben, was da draußen passiert. Ja, Scouting war hier unten eigentlich, ja gut, bis auf den Obi vom Bios King war eigentlich nichts vorhanden. Ja, und selbst das hat, glaube ich, der Terraner verschlafen. Total. Ja. Aber er hat einen Plan. Ja. Guck. Helions. Ja, Helions. Mars. Also, wenn sie nicht immer dazwischen sterben würden. Genau. Wären es auch 20 geworden. Richtig. Hm. Ja, was soll man sagen? Nettes Replay. War unterhaltsam. Ja. Wie die letzten Male auch schon, wenn ihr geile Replays am Start habt, dann ja, her damit. Einfach hahito@netwars-gaming.de. Könnt man einfach alle schicken, egal welche Letter, ob von euch, ob von jemandem anders. Völlig wurst, ich caste dann alle.
Und ja, vielleicht habe ich das nächste Mal wieder einen netten Studiogast hier, der hier seinen Senf mit abgibt. Fachkundige Meinung sozusagen. Auf einem sehr fachkundigen Spiel, ja. Genau. Vor Banelingen davonlaufen. Ja? Ja, würde ich aber auch tun. Ja, das muss auch gekönnt sein, ja. Also das ist nicht so einfach, hat man ja gesehen. Richtig, ja. Da wären so ein paar Siege-Tanks durchaus nett gewesen. Erwähne dieses Wort sinnvoll, bitte. Aber das impliziert ja wieder über den Tellerrand. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Ja. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten den auf jeden Fall. Wir sehen uns dann spätestens zum nächsten Replaycast StarCraft 2 wieder. Vielleicht auch das ein oder andere Let's Play dazwischen. Schaut doch auf mal auch auf unserer Page mal vorbei. Networks-gaming.de. Dort gibt es jede Menge coolen Stuff. Ja, guckt euch einfach mal an. Liked auf Facebook, wenn ihr wollt. Supportet uns da ein bisschen. Ja, und wir verabschieden uns jetzt, würde ich mal sagen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Genau, wir gehen jetzt ins Bett. Ja. Gute Nacht. Alles klar. Gute Nacht.